Ihr Mann am Mikrofon ist Christian Schmidt, Ihr Mann an der Tastatur Michael Graf. Sie sind quasi live dabei, wie unser Jungredakteur verbittert versucht, den ersten Platz im Rise and Fall Heldenmodus Wettkampf zu erschlachten. Wie Wettkampf? Rise and Fall ist doch ein Echtzeitstrategiespiel. Ja, aber eins mit einer originellen Neuerung, nämlich der Möglichkeit, Ihren antiken Supergeneral direkt zu steuern und damit nach Action-Manier in die Schlacht einzugreifen. Nun war Rise and Fall-Vater Rick Goodman bei uns in der Redaktion, im Gepäck eine Preview-Version des Spiels und eins der spielbaren Levels ist dieses hier. Eine reine Heldenmission ohne Strategieteil, wie sie in der 22 Missionen umfassenden Kampagne ein paar Mal vorkommen sollen. Der güldengerüstete Muskelmann hier ist Alexander der Große, historisch bekannt für waghalsige Alleingänge an der Spitze seiner Truppen und praktischerweise in diesem Einsatz unsterblich. Im Gegensatz zu der großen Belagerungsmaschine mit dem Löwenkopf, die wir vorhin gesehen haben, die hat 2500 Lebenspunkte und wenn die weggebröselt sind, ist die Belagerung gescheitert. Wir sollen den Feuerspucker nämlich durch die Perserstadt bis zum Palast eskortieren, um den Prunkbau abzufackeln. So, das Ganze hat Rick uns spielen lassen, zuerst mich. Da hatte die Ramme am Ende noch 86 Punkte. Zwei Schläge mehr und das Ding wäre Feuerholz gewesen. Dann sprang prompt Markus an die Tastatur und legte respektable 759 Punkte hin. Jetzt war der Wettkampf eröffnet, denn inzwischen war Michael ins Zimmer spaziert, kam prompt als Nächster dran und das sehen Sie hier. Wird er den Rekord schlagen? Ach, die Spannung! Michael Graf jetzt leicht orientierungslos, da wird geschossen. Graf greift zum Bogen, zielt. Ein guter Schuss, ein Treffer. Aber er findet den anderen Gegner nicht. Graf sucht, sucht, jetzt verkeilt sich mit dem Löwenkopf. Da kommen Gegner. Graf greift zum Schwert. Sehr schön, das hat er gut gemacht. Da hat er den Perser gut ausgespielt. Achtung, Angriff von links. Noch zwei Mann übrig, noch einer. Sehr gut, jetzt der Ramme nach. Was ist das da vorne? Ich sehe, oh, ein Kriegselefant. Graf zögerlich, Graf schlägt Haken. Möchte sich in den Fernkampf wagen, sucht verzweifelt nach Gegnern. Graf jetzt konzentriert sich erst auf das Sperrfeuer von links. Drei persische Schützen auf der Mauer. Drei Schüsse, drei Treffer. Das hat er gut gemacht. Unser Graf ganz vorne. Auch hier noch die Schützen zuerst ausgeschalten. Ein kluger Schachzug. Der Schuss ging daneben, der traf. Der zweite saß. Jetzt muss er sich langsam an den Elefanten wagen. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Feuerschüsse wenig effektiv. Vielleicht doch in den Nahkampf. Ja, er traut sich in den Nahkampf, so kennt man ihn, so schätzt man ihn immer drauf. Sein Glück, der Elefant war bis gerade eben noch mit einem Kollegen beschäftigt und da hat er ihn gefällt. Schwer geht der Koloss zu Boden, ein spektakulärer Sieg für Graf, aber die Schlacht ist noch nicht entschieden. Graf jetzt beim Endspurt, der Palast ist bereits in Sichtweite, aber die Perser werfen nochmal alles ins Rennen, was sie haben. Reiter. Graf entscheidet sich für den Nahkampf, er kann nicht zielen im Gewühl, vielleicht keine gute Taktik gewesen, auf kurze Distanz mit Feuerpfeilen, auch wenn die sehr effizient gegen Reiter sind. Und da ist die Palastwache oben auch nur noch eine Proforma-Aktion, die kann der Ramme nichts mehr anhaben. Wir werfen einen Blick auf die finale Punktzahl beim Anmarsch auf den Palast, 2200. Das ist eine phänomenale Leistung für ein erstes Spiel und damit setzt sich Graf souverän an die Spitze unserer Redaktionstabelle. So, das hat einen Haufen Spaß gemacht, aber natürlich haben wir auch den Strategieteil von Rise and Fall spielen können und zeigen Ihnen da ein Beispiel dafür. Hier greifen die Ägypter unter ihrer Anführerin Kleopatra ein Lager der römischen Legionäre an. Was hier nach einer Massenschlacht aussieht, sind im Prinzip überschaubare Anweisungen, weil ihre Soldaten zu Regimentern zusammengefasst sind. Deswegen können sie, während die Kämpfe stattfinden, auch in den Heldenmodus umschalten und den für sinnvolle Aktionen nutzen. Kleopatra kann zum Beispiel um die Schlachten herum hinter die feindlichen Linien gehen und diesen lästigen Schützen auf dem Turm ausschalten, um sich dann mit ein paar Schwertschlägen durch die Bogenschützen, die Geschützen in den hinteren Reihen stehen, wieder nach vorne durchzuschlagen und dabei auch eine Gefahr für ihre Armee abzuwenden. Jetzt wechseln wir wieder zurück, schauen, ob die Schlacht noch nach unserem Sinne verläuft und treffen ein paar Anpassungen. Inzwischen ist unsere Restarmee beim Anmarsch auf die Küste, denn unser Ziel ist es, über das Meer zu entfliehen. Der verbleibende Römerposten hier macht da auch keine großen Probleme mehr. Wir könnten die Bogenschützen einzeln runterschießen oder einfach den Turm zerstören, wie wir das hier tun. Die fallen dann effektvoll in ihr Verderben. Nur, wie entfliehen, wenn weit und breit kein Schiff zu sehen ist? Wir haben bisher keins entdeckt. Jetzt schauen wir mal im Heldenmodus, ob wir an der Küste eins finden, aber auch da ist nichts zu sehen und unsere Einheiten können nicht schwimmen.
Im Gegensatz zu ihrer Anführerin Kleopatra kann das, und das ist auch schon die Lösung des Problems. Es gibt gegenüber nämlich eine Insel mit einem Römerlager und die haben unseres Wissens nach ein Schiff, das ist auf der Karte eingeblendet. Deswegen müssen wir mit unserer Heldin rüberschwimmen, dort kurzen Prozess mit den Römern machen und das Schiff kapern. Sie sehen schon, Echtzeitstrategie und der Zwang, den Heldenmodus zu benutzen, halten sich in vielen Missionen die Waage. Bei unserem Probespiel war das nicht nur eine nette Abwechslung, sondern sorgt auch für kleine taktische Momente. Noch ein Beispiel zum Abschluss. Kleopatra, die hier gerade anlandet, kann nur so lange im Heldenmodus sein, wie ihr Energiebalken das hergibt. Wenn wir jetzt versuchen, die lästigen Schützen hier runterzuschießen, geht das nicht mehr, weil wir nicht mehr genügend Energie für einen Schuss haben. Jede Aktion, Schwertstreich, Schuss verbraucht Energie und jeder Treffer von einem Gegner senkt unseren Energiepegel auch. Deswegen werden wir automatisch zurück in die Echtzeitperspektive geworfen. Aber zum Glück liegt hier eine Energiebase. Sobald Kleopatra die zerstört, ist ihr Energiebalken wieder voll und sie kann sich effektvoll durch die Römer schnetzeln. Mit dem Ende dieser Legionäre beenden wir damit auch unser Rise and Fall Video und freuen uns sehr auf die Testversion. Sie merken schon, wir hatten eine Menge Spaß mit der Preview-Version von Rise and Fall. Wir haben das Spiel ja schon auf der E3 gesehen gehabt, durften es da aber noch nicht spielen und unsere Frage war, funktioniert der Heldenmodus? Jetzt haben wir ihn gespielt, wir wissen, der funktioniert sensationell und die Frage hat sich eher umgekehrt, kann der Strategiemodus damit halten, denn der erschien uns beim Probespielen ziemlich konventionell. Übrigens hat es sehr an mir genagt, dass ich bei unserem Mini-Wettkampf verloren habe, deswegen habe ich das Spiel danach nochmal gespielt und hatte 2300 Punkte. Im selbst kreierten Rise and Fall Wettbewerb ist damit Christian Schmidt Weltmeister. Ach, Sport kann schon was Schönes sein.